Hallo. Ich muss die Freunde des Sondengehens und alter Landkarten und dergleichen mehr noch ein bisschen was vertrösten. Ich hatte einen spontanen althistorisch-archäologischen Motivationsschub und das Ergebnis ist dieses Video hier. Ich habe ja in verschiedenen Videos gesagt, ich möchte irgendwann wieder mal zu meinen Monumentalbauten zurück. Und das hier ist der Auftakt dazu. Wie soll ich das am besten sagen? Also die Idee ist, ja, mal wieder eine kleine Vorlesungsreihe, das, was das hier alles ist, was ich hier mache. Aber anstatt jetzt wie bei Göttern und Tempeln oder am lieben es immer mal kleine Sachen zu zeigen, hier ein Viertelstunden-Video von sowas, bevor man das tut, oder ich könnte das machen. Ich zeige euch irgendwelche spätantiken großen Bauwerke. Aber weil die Spätantike halt auch mein Studienschwerpunkt ist, hielt ich es für notwendig, so ein bisschen ein Fundament zu geben. Ja, also die Einführungsvorlesung heute dieses Dings. Einführungsvorlesungen haben einen schlechten Ruf, weil sie nämlich ziemlich dröge sind und mitunter für nicht interessierte Menschen auch sehr langweilig. Ich hatte sehr viel im Kopf und ich habe mir eine DIN A4-Seite beschrieben gehabt und habe das dann hintereinander weggeredet. Da sind dann der Großteil dieser 40 Minuten hier entstanden. Und beim Bearbeiten des Videos, manche Teile sind zum dritten Mal durch dieses Programm gelaufen, ehe dass dieses Video jetzt fertig ist. Ich gucke sehr häufig auf mein Skript ausnahmsweise, sonst spreche ich ja eigentlich meistens recht frei. Und das, was ich da jetzt gleich zu sagen habe, das ist quasi auch beim Sprechen entstanden. Also das war hier wirklich nur eine Gedankenstütze. Es ist vielleicht nicht der flüssigste meiner gesamten Vorträge. Und ich habe hin und wieder auch brutal reingeschnitten, eine Grafik gezeigt, dazu was gesagt und dann wieder weiterlaufen lassen. Aber ich glaube, wenn ich spätantike Monumentalbauwerke, römisch, frühchristlich, zeigen möchte im Folgenden, nicht in diesem Video, dann braucht es ein gewisses Fundament. Und das hier ist quasi mein erster Ansatz, mein erster Versuch, das ja ein bisschen den Weg dafür zu ebnen. So, also das gesagt habend, verweise ich direkt am Anfang ausnahmsweise mal. Man kann mich auch auf Patreon und PayPal unterstützen. Die Links stehen unten in der Beschreibung. Wer Fragen zum Inhalt hat, wer sich das jetzt gleich hier antut, das Kommentarfeld steht unten da. Vielleicht habe ich auch manchmal einen ganz großen Klops an glänzendem Halbwissen von mir gelassen. Es war einfach sehr viel in meinem Kopf und das wollte alles irgendwie raus. Also auch durchaus berechtigte Kritik nehme ich gerne entgegen. Und aus meiner eigenen Erfahrung, damals aus dem Studium, wenn ich in einer Vorlesung sitze und höre mir was an und verstehe aber nicht alles, irgendwann erschließt es sich, vielleicht in der nächsten Vorlesung. Also wie gesagt, das hier ist quasi das Fundament, das Basiswissen oder mein Versuch oder mein Zugang. Das ist wirklich mein erster Versuch, sowas zu machen. Guckt es euch an, wenn ihr euch für spätantike, frühchristliche Monumentalbauten interessiert, für die Geschichte der Spätantike, für den Untergang und Wandel des Römischen Reiches, wenn das euer Ding ist. Das hier ist wirklich mein erster Versuch, Zugang, da ein bisschen mehr was zu erzählen. Mehr dazu nach dem Intro. Hallo,
Diese Vorlesung heute, die trägt den Titel Spätantike Monumentalbauten. Ich habe bereits vor 2 Jahren ein Video hochgeladen, das den Titel trug Spätantike Monumentalbauten Teil 1. Damals noch ohne Kamera und doch stark vernuschelt, aber thematisch war das so ein bisschen der Vorläufer zu dem, was heute kommt. Und ich möchte das gerne fortführen, hoffentlich mit besseren Mitteln. Und es wird sich thematisch das eine oder andere wiederholen. Dafür ist das hier allerdings der Auftakt zu etwas längerem, größeren. Ich möchte in dieser, ja, Vorlesungsreihe große Bauwerke aus der Spätantike, aus römischer Zeit, aus frühchristlicher Zeit vorstellen. Nicht alle in diesem Video. Das hier ist, glaube ich, nur die Einleitung. Und ja, ich möchte beginnen erstmal mit dem Verständnis des Römischen Reiches an sich. Römisches Reich, das ist auch so ein Begriff. Die Römische Republik, also seit der Gründung bis zum Bürgerkrieg, war ja im Prinzip nichts anderes als ein hellenistischer Stadtstaat, der sich immer weiter erweitert hat. Aber die Macht, die Herrschaft, die lag beim Senat, hin und wieder auch mal bei den Volkstribunen, aber es lag zentral in Rom. Und auch nach dem Ende der Respublika und mit Einführung des Kaisertums oder Einführung des Prinzipats, besser, selbst da war die Macht in Rom konzentriert und alles, was irgendwie wichtig war für das gesamte Reich, das spielte sich in Rom selber ab. Wir haben dann später in der hohen und späten Kaiserzeit eine Verlagerung der Macht an die Grenzen. Das Machtzentrum ist nicht mehr länger wichtig. Das kann man in einer gewissen Weise als Machtvakuum bezeichnen, wenn man von dem Standpunkt Rom als physischer Mittelpunkt ausgeht. Denn die Zentrifugalkräfte, die auf das Römische Reich in der Antike, in der hohen Kaiserzeit im 2. und 3. und 4. Jahrhundert einwirken, waren so stark, dass es da eine Konsolidierung bedurfte, die die Zentralmacht Rom als Phänomen obsolet machte. Es gab in der Spätantike oder auf dem Weg in die Spätantike Kriege, Aufstände, Hungersnöte, wirtschaftliche Engpässe, Notzeiten, Krankheiten, die Pest zum Beispiel, aber auch teilweise Abspaltungen vom Römischen Reich, die zwar nicht von langer Dauer waren, aber auch so ein bisschen den Verlust der zentralen Macht, ja, belegen und eine Konsolidierung der Machtgefüge innerhalb des Römischen Reiches irgendwie vonnöten machen. Ja, hier eine Karte, das Römische Reich im 3. Jahrhundert. Abspaltungen, wir sehen in Britannien und Gallien das schraffierte gallische Sonderreich von 260 bis 274. Also eine Teilentität, die sich vom Gesamtreich nicht losgelöst hat, aber eine eigene Verwaltung mit eigenen Kaisern hatte, weil die Zentralmacht nicht mehr so stark war. Wir haben an Rhein und Donau die ganzen Legionslager und wir sehen da auch blau eingezeichnet die ganzen Bedrohungen, die dann auch zum Verlust des Dekumatenlandes führen, also die Gebiete Deutschlands, im Südwesten Deutschlands, östlich des Rheins. Und wir haben ganz im Osten grün, Regnum Sassanidorum steht da, also die Sassaniden, also Perser. Das war für die Römer immer ein lästiger Nachbar im Osten. Und auch hier hat sich ein Sonderreich abgespalten, das Reich von Palmyra, das zeitweilig auch Palästina, Jordanien, das heutige Israel und Ägypten unter Kontrolle hatte. Auch hier, weil die Zentralmacht nicht stark genug war. Wir haben hier auch eingezeichnet die ganzen, ja, Raubzüge von einfallenden. Hier steht Germani, das ist schon eine etwas ältere Karte. Aber das dient hier mal zur Illustrierung,
Und das sind nur die äußeren Bedrohungen, die hier zu sehen sind. Sowas wie Missernten, Hungersnöte und die Pest, die Mitte des 3. Jahrhunderts aus Persien eingeschleppt wird. Das ist hier auf der Karte nicht zu sehen. Aber zur Illustration dessen, was ich gerade gesagt habe und jetzt noch sage, einfach mal diese Karte zwischengeschoben. Man kann die Antike, beziehungsweise man kann die Zeit von der Antike zur Spätantike in Richtung frühes Mittelalter als eine Zeit des Niedergangs auffassen, allerdings auch als eine Zeit des Neubeginns, und dementsprechend könnte man eher von einer Transformation sprechen. Die antike Welt, so wie wir sie klassischerweise kennen, ich habe das Adjektiv klassisch verwendet, und das frühe Mittelalter sind ja sehr verschiedene Paar Schuh, und die Spätantike liegt da zwischendrin. Das Römische Reich oder die römische Kultur, so wie wir sie aus Film, Fernsehen, Internet kennen, ändert sich, sie wandelt sich, und zwar auf vielfältige Art und Weise. Die bereits angesprochenen, ja, Zentrifugalkräfte, die Krisen an den Grenzen, das Verlagern der Machtschwerpunkte führen dann zu einer Aufteilung der Macht. Ein Kaiser allein reicht nicht mehr aus. Also manchmal sind es zwei oder sogar mehrere. Und es kommt erst zu einer Arbeitsteilung, um gemeinsam den unterschiedlichsten Bedrohungen und Krisen des Reiches entgegenzuwirken. Und später kommt es dann sogar zur Reichsteilung. Aber das ist ein Prozess, der läuft über mehrere Jahrhunderte hinweg. Das ist nichts Punktuelles. Und auch innerhalb dieser sich langsam spaltenden Welt war es den Menschen nicht bewusst, dass sie etwas Gravierendes erlebten. Man könnte diese Spaltung oder diese Aufteilung des Römischen Reiches, die langsam vonstatten ging, durch die verschiedenen Krisen begünstigt, als eine Spaltung der alten Welt bezeichnen oder sogar vom Ende der Oikumene sprechen, die, oder wie die Römer sagten, des Orbis Terrarum. Oikumene, altgriechisch, die bewohnte Welt. Orbis Terrarum, der Erdkreis, also die damals bekannte Welt. Das stellte eine Einheit dar. Wir haben zwar den Ostteil des Römischen Reiches und den Westteil des Römischen Reiches, zu Zeiten des Augustus bereits, Ägypten und ehemalige, ja, Diadochenreiche aus der Hinterlassenschaft Alexanders des Großen, also der ganze griechisch geprägte Osten und der lateinisch geprägte Westen, das war ein Reich. Es war irgendwie ein Ganzes. Diese Sprach- und Kulturgrenze römisch-griechisch ist nicht der Hauptfaktor für die spätere Teilung, Spaltung der antiken Welt. Aber wie ich eben sagte, es ist nicht nur ein Niedergang, es ist auch der Beginn von vielen neuen Sachen, und letzten Endes ist es ein großer Transformationsprozess. Überfliegen wir kurz den Status des Kaisers. Die ersten Kaiser, besonders Augustus, sahen sich als Primus inter pares, als Erster unter Gleichen. Auch wenn Julius Caesar, der kein römischer Kaiser war, sondern der Großonkel des Augustus, und damit über die Blutlinie auch Augustus selber sich auf eine göttliche Abkunft oder Abstammung berufen haben, so waren sie doch im Prinzip nichts anderes wie vornehme Senatoren oder aus vornehmen senatorischen Familien stammend und einfache Adlige, bei aller Vorsicht, dieses Adjektiv zu benutzen, wie die anderen Senatoren auch. Hier nochmal zur Erinnerung aus dem Video über die Göttin Venus: Der mythische, sagenhafte Stammbaum der römischen Könige, beziehungsweise ja, die Gens Julia, also das Geschlecht, aus dem Gaius Julius Caesar und dann auch sein Adoptivsohn Octavian Augustus dann auch stammt, dass die sich von Aeneas und Venus ableiten. Also das nur noch mal zur Erinnerung. Erst nach Augustus werden die Mitglieder des julisch-claudischen Kaiserhauses, wie zum Beispiel Nero oder sein Stiefvater Claudius, durch exzentrische Züge geprägt, die sie in irgendeiner Weise bemerkenswert
machen. Aber auch das waren noch, ja, Toga-Träger im Sinne von, wie man sich heute Senatoren vorstellt. Sie hat natürlich eine nicht zu leugnende letztendliche Entscheidungsgewalt, das Imperium, die Befehlsgewalt. Und Augustus' Weg als Princeps und als Primus inter pares, also sehr vornehm zu tun und alles möglichst in Einklang mit den Traditionen und Gewohnheiten des römischen Gemeinwesens zu machen, aber gleichzeitig sehr bewusst seine Macht ausspielend, das verlagert sich so im ersten Jahrhundert, wenn halt die Kaiser etwas exzentrischer werden. Oder wenn wir zum Beispiel in der Dynastie der Flavier, also Vespasian und seine beiden Söhne, dann die ersten Emporkömmlinge durch das Militär haben. Also Menschen, die mit Macht groß geworden sind, mit Machtleistung groß geworden sind, nicht einfach es an sich gerissen haben, sondern durch eine gewisse Befähigung auf diesen Posten gekommen sind, zumindest bei Vespasian. Das ist jetzt sehr verkürzend, ich weiß das. Man könnte im kurzen dritten Jahrhundert, das hatte ich ja schon einmal angesprochen, könnte man die Soldatenkaiser, aber nicht nur im kurzen dritten Jahrhundert von 235 bis 284 nach Christus, sondern auch schon ein paar Kaiser davor, die Severer zum Beispiel, man könnte sie als Warlords bezeichnen, als militärische Heerführer, Machtmenschen, die durch aktiven Krieg sowohl versuchen, das Reich irgendwie zu retten, aber natürlich auch sich selbst eine Machtposition zu verschaffen und mögliche Machtkonkurrenten auszuschalten. Wir haben diese ganzen vielen Usurpationen im dritten Jahrhundert, im kurzen dritten Jahrhundert. Das zeigt, wie außer Kontrolle geraten das Machtgefüge der militärischen Gewalt ist, wenn an den verschiedensten Stellen des Römischen Reiches, an den Grenzen, in manchen Provinzen, sogar im Inland Aufstände ausbrechen, wo eine alleinige Zentralmacht nicht mehr wirken kann. Wir haben im Prinzipat bei Augustus und seinen direkten Nachfolgern und das direkte Umfeld des julischen Hauses, ich sage jetzt bewusst julisches Haus, da muss der Kaiser nicht mehr selbst jede Schlacht führen. Augustus hat das als junger Mann gemacht, Bürgerkrieg, Auseinandersetzung mit den Cäsarmördern etc. Aber man kann sich dann zurückziehen. Und nahe Verwandte wie Drusus oder Germanicus zeichnen sich durch Feldzüge aus, ohne dass sie dadurch eine direkte Gefahr für den Kaiser selbst werden. Und das ändert sich ein bisschen was. Dieses Delegieren von Macht, Feldzüge führen, das schleicht sich ein. Das kann man so sagen, also das ist wirklich sehr knapp zusammengefasst, was ich hier mache, dass wir in der hohen Kaiserzeit, also im späten ersten und zweiten Jahrhundert, die Situation haben, dass Kaiser zwar natürlich auch hin und wieder Kriege führen, aber dass auch gerne mal Feldherren losgeschickt werden, wenn denn was zu tun ist. Wir haben ja eine relativ friedliche Zeit. Aber als die Probleme dann zunehmen, und dann sind wir dann wieder im dritten Jahrhundert, wo überall Krise ist, kann es einem Feldherrn passieren, dass er nach erfolgreicher Verteidigung des Limes von seinen Soldaten zum Kaiser ausgerufen wird und damit in direkter Konkurrenz zum eigentlichen Herrscher steht. Und diese Usurpatoren hatten dann die Wahl, entweder sage ich meinen Soldaten, nee, danke Jungs, ich bin dem Kaiser loyal ergeben, was dazu führt, dass die Soldaten diesen Mann dann töten und den nächstbesten, meistens einen Stellvertreter, zu ihrem persönlichen eigenen Kaiser ernennen. Oder aber er nimmt diese Kaiserwürde an und versucht seine Machtposition zu festigen. Und wenn wir das nicht nur einmal haben, sondern an vielen Stellen im Römischen Reich, dann kann man sich vorstellen, dass es bürgerkriegsähnliche Zustände gab in weiten Teilen, nicht in allen und auch nicht immer gleichzeitig. Aber das kurze dritte Jahrhundert war eine brodelnde Suppenküche oder Waschküche, wo es teilweise drunter und drüber ging. Und diese Angreifbarkeit des Kaisertums
Titels, allein durch die Usurpation durch Soldaten, das war ein derartiger Schwachpunkt. Dem Ganzen wurde dann erst durch Diokletian ein Ende gesetzt, indem er den Kaiserbegriff oder Imperatorbegriff einer sakrosankten Überhöhung zuführte, also die kaiserliche Gewalt in eine andere spirituelle Sphäre hob, sodass der Kaiser eigentlich zu einem unantastbaren Wesen wurde, Stichworte Dominus et Deus, Herr und Gott. Ja, an der Stelle vielleicht ein kurzer Einschub dieser Grafik hier. Die Beischrift, die Diokletianisch-Konstantinische Verfassung, ist ein bisschen unglücklich. Wir können hier nicht von einer Verfassung reden. Aber das bildet einigermaßen gut ab, diese abgehobene Sphäre, das große gelbe Quadrat, der Palast und die ganzen, naja, ich sag mal Minister, also der Kämmerer, der Vorsteher des Palastes, der Kanzler, Finanzminister, Schatzminister. Und solche Sachen, also die quasi dem Kaiser noch vorgeschaltet sind, dieser Ausbau des Palastwesens, also der Palast als Synonym für die Herrschaft, also nicht nur das Gebäude bezeichnet, das ist tatsächlich dann schon eine weitere Ausbaustufe im Vergleich zu dem, was wir aus klassischer Zeit dann vorher kannten. Und wir sehen hier auch Senat und Stadtpräfekt einmal in Rom und einmal in Konstantinopel, also diese zwei Hauptstädte. Auch wenn ich eben sagte, Machtvakuum, Zentrifugalkräfte, das ist dann hier wieder die Konsolidierung mit den zwei Hauptstädten. Das heißt aber nicht, dass lokale Machthaber, also Repräsentanten, Heermeister, wie sie hier auch dargestellt sind, feste Punkte hatten in den verschiedensten Provinzen des Reiches, wo es eben notwendig war. Aber um dieses herausgehobene darzustellen, hier nochmal diese Grafik. Und wenn man ganz genau guckt, oben beim Kaiser, das ist kein Heiligenschein, dieser gelbe Kranz um sein Haupt, das ist ein Nimbus, zu dem dann irgendwann später mehr, aber das sieht nur aus wie ein Heiligenschein und hier hat es auch so eine, ja, ähnliche Bedeutung. Aber weiter im Text. Diese Überlegung kam dann aus orientalischen Gebräuchen, was noch ein paar Jahrzehnte vorher, als Kaiser Elagabal in Rom einzog, regierte 218 bis 222 und als er 219 in Rom einzog, bei den stadtrömischen Bewohnern, bei den Senatoren und beim Volk nicht gut ankam, ob seines sehr orientalischen Gehabes. Diese Heraushebung des Alleinherrschers, so wie man das vielleicht in der populären Kultur durch Xerxes kennt, den Perserkönig aus diversen Hollywood-Filmen, so in etwa hat man sich diese Heraushebung vorzustellen. Und das war etwas, das war der römischen Welt recht fremd, auch wenn vorher Kaiser extravagant waren, aber sie waren immer noch römisch. Sich aber schon zu Lebzeiten auf eine spirituelle Sphäre hebend, die sie von allen Weltlichen entrückt macht, das war etwas Neues. Und das ist etwas, das haben wir, das fängt an bei Diokletian, setzt sich fort mit Konstantin und dann besonders bei den Ostkaisern, also den Kaisern dann des Ostteils oder später Oströmischen Reiches, Byzantinischen Reiches. Aber diese Selbstüberhöhung, das Kaisertum in eine magische Sphäre irgendwie heben, das war durch Diokletian initiiert, aber das war erstmal ein paganer Anlass oder ein paganer Vorgang. Und pagan ist auch das hier. Entschuldigung für den neuerlichen Einschub. Natürlich hatten auch die vorherigen Kaiser, die nicht christlichen Kaiser natürlich, auch eine, ja, spirituelle Aura, besonders dann nach ihrem Tod, wenn sie nämlich vergöttlicht wurden. Also ein Kaiser, der sich nichts weiter groß zu Schulden hatte kommen lassen, der wurde nach seinem Tod, ja, zum Gott erklärt, die Apotheose, also zum Gott erhoben. Und wir haben hier
Ein Beispiel, das habe ich mal rausgesucht, das fiel mir gerade so in die Hände. Ein Relief, wo das dargestellt ist, wie quasi der Kaiser ja zu den Göttern aufsteigt. Also das ist ein Phänomen, das haben wir im paganen Kontext von Augustus, also Divi Augustus, der göttliche Augustus. Und das ist eine Tradition, die setzt sich dann natürlich fort, bis wir dann zum Christentum kommen, wo das dann natürlich nicht mehr geht, dass ein Kaiser zum Gott wird. Aber dazu sage ich gleich bei einer Karte nochmal was. Diokletian, Mitbegründer oder Erfinder der Tetrarchie, das werden wir irgendwann alles sehen, stellte den einen Kaiser unter den Schutz von Jupiter und den anderen unter den Schutz von Herkules. Also es gab die Jovia und die Herkuli. Das war ein Versuch, aber diese mystische Sphäre, die zündete erst so richtig mit dem Christentum. Die alten bekannten Religionen in der Spätantike, die man kannte, die klassische römische und griechische Götterwelt, die hatten nicht mehr so diese spirituelle Durchschlagskraft. Die neue Religion des Christentums. Es gab in der Spätantike konkurrierende Glaubensvorstellungen. Die Römer waren seit jeher grundsätzlich erstmal tolerant, was das angeht. Aber das ganze Religionsgefüge hatte sich doch sehr gewandelt. Es gab nicht nur das Judentum und das Christentum als kleine komische Gruppe, zu der wir dann gleich kommen. Es gab auch solche Mysterienkulte wie Mithraskult oder den Apiskult. Das Problem, das diese Mysterienkulte hatten, das war, dass sie nur einer speziellen, ja, Kundschaft oder einer speziellen Gruppe von Menschen zugänglich waren, nämlich die, die es sich leisten konnten oder die Möglichkeit hatten, sich in diese Mysterien einzukaufen, einweihen zu lassen. Es waren größtenteils auch reine Männerkulte teilweise. Also es waren keine Religionen, die jedem offen standen. Und es waren Religionen, die auch keine Heilserwartung irgendwie transportiert haben. Während man in der klassischen römischen Götterwelt, ob man sie jetzt provinziell betrachtet, mit den rheinischen Matronen oder Jupiter himself, da konnte man sich für das Diesseits wünschen, opfern und beten. Und diese orientalischen Mysterienkulte waren insofern schon mal eine Alternative, als dass es vielleicht auch um Leben und Tod ging oder um Wiedergeburt. Aber wie gesagt, das war für eine schmale Bevölkerungsschicht. Und da kommt das Christentum und es ist offen für alle. Jeder kann Christ werden, ob Mann, ob Frau, ob Freigeboren, ob Sklave, ob römischer Staatsbürger oder nicht. Das war der unschlagbare Vorteil dieser Religion und das Christentum versprach ein Leben nach dem Tod. Wenn man sich nochmal die Lebensumstände in der Spätantike vor Augen hält, wie zum Beispiel die ganzen Kriege, die Hungersnöte, die Pest und andere Sachen, die nicht überall und nicht überall gleichzeitig auftraten, aber doch vermehrt. Es war so eine spirituelle Grundstimmung, dass vielleicht so das Ende der Welt da ist. Das Reich kann sich nicht mehr so wehren. Die Kaiser haben nicht mehr so die Macht. Überall entstehen neue Kaiser. Es geht drunter und drüber. Und in dieser Zeit bekommt dann diese neue Religion einen gewissen Reiz. Während also die Armen und die Sklaven Christen wurden und auch unter Händlern und Soldaten die neue Religion populärer wurde, so waren die Kaiser immer noch auf der Suche nach, ja, einer göttlichen Beglaubigung. Denn wenn ich mich so erhöhe, wie Diokletian das in der Tetrarchie und seinem neuen Kaisertum angedacht hat, dann brauche ich einen Schutzgott, auf den ich mich verlassen kann. Konstantin der Große hat den Versuch gemacht, erst mit Sol Invictus. Es gibt Darstellungen, ja, das werden wir uns alles angucken. Sol Invictus als Schutzpatron von Konstantin dem Großen.
Aber das Christentum wurde immer populärer und Konstantin ist in dem Moment dann umgeschwenkt, wenn man so will, und hat dann das römische Kaisertum fest mit dem christlichen Glauben verankert. Und das ist etwas, das hat Folgen sowohl für den Westen als auch für den Osten und nicht nur für das Oströmische Reich, sondern wenn man so will, bis ja, ins Mittelalter oder die frühe Neuzeit, wenn nicht sogar bis heute. Jetzt gibt es aber Sachen, die in christlicher Vorstellung anders sind als in der heidnisch-paganen Vorstellung. Aber es kommt zu einer Vermischung der unterschiedlichsten Motive. Antike Tradition in Kult und Kunst werden mit christlichem Gedanken gut angereichert. Es kommt zur Übernahme von paganer, heidnischer Formensprache, künstlerischer Gestaltung, Bauplastik in neuem christlichen Kontext. Und bevor ich jetzt hier weiter auf das Baudekor und solche Sachen eingehe, schiebe ich hier auch noch mal brutal eine Karte dazwischen. Wichtig sind hier die orangen Flecken. Das sind die stark christianisierten Gebiete bis 325 nach Christus. Also die Zeit ja, Konstantins des Großen und kurz danach. Das Gelbe, das ist der Zustand um 600, spiegelt aber auch schon das Römische Reich wider. Aber diese orangen Flecken, 325, also erstes Viertel, viertes Jahrhundert. Ich zitiere jetzt mal aus einem alten DTV-Weltatlas der Geschichte. Der Zusammenstoß zwischen römischem Staat und christlicher Kirche folgt aus der christlichen Lehre vom Gegensatz zwischen dem Reich Gottes und dem Reich dieser Welt, der Verweigerung des Kaiseropfers und den Vergottungsansprüchen späterer Kaiser. Also das, was ich eben schon mal sagte, dass Kaiser vergöttlicht worden sind, das stand dem Wandel noch im Wege. Also dass ein Kaiser zum Gott erhoben wurde, das war einfach nicht vereinbar mit der christlichen Lehre. Und auch dem Kaiser zu opfern als ja, nicht lebendiger Gott, sondern als seiner sakrosankten Funktion als Kaiser, jemandem ein religiöses Opfer darzubringen. Auch das war unvereinbar und das ist etwas, das ändert sich erst, nachdem die Christenverfolgungen aufgehört haben. Wir haben die ersten Christenverfolgungen unter Nero, Domitian und Trajan, das sind aber kleine lokale ja, Ausschreitungen. Die richtige erste Christenverfolgung haben wir 249 bis 251, Kaiser Decius, der auch versuchte, die alte klassische römische Religion zu restaurieren. Da merken wir schon, der Einfluss der anderen orientalischen Mysterienkulte nahm auch überhand. Dann gab es noch Verfolgungen 257, 258 nach Christus unter Kaiser Valerian. Diokletian selber, ich habe ja eben gesagt, der versucht halt dieses Kaisertum neu zu erfinden und sich selber zum lebenden Gott zu ernennen, Dominus et Deus, Herr und Gott, der lässt auch Kirchengüter einziehen und da haben wir dann die Christenverfolgung 303 bis 311 nach Christus. Aber 311 kommt dann das Toleranzedikt durch Kaiser Galerius und Kaiser Licinius und dann lässt sich auch noch Konstantin auf dem Sterbebett taufen. Und 313 haben wir das Toleranzedikt von Mailand, das dann die völlige Religionsfreiheit und Gleichberechtigung des Christentums garantiert. Und der Staatskult, also dieses Opfern müssen an den Kaiser, fällt dann weg. So, jetzt habe ich hier noch diese eine Grafik, die kennt man schon aus meinen Videos von Göttern und Tempeln, wo wir uns mehr mit den Göttern beschäftigt haben. Das ist die Situation, wie wir sie quasi vorher haben, und dann wird nur noch Kaisertum und Christentum wichtig. Und das ist dann die Situation in der Spätantike, wo quasi die christliche Religion die offizielle ist. Staatsreligion, das kommt dann erst noch ein bisschen später. Ich glaube, Theodosius. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, muss ich nachlesen. Also der Hauptkult, der offizielle, ist das Christliche und der Kaiserkult nicht mehr als Verehrungsobjekt, sondern Fürbittsteller oder höchster Repräsentant und Garant des göttlichen Friedens oder der göttlichen Gnade. Ein Papst gibt es in der Zeit so noch nicht.
Ja, und die alten überlieferten Gottheiten, die wandern dann ab in den privaten Gebrauch. Deswegen habe ich die in die Mitte geschoben und zu den regionalen geschoben, da ja die Verbreitung der neuen Religion nicht überall gleichzeitig schnell ablief. Und damit kommen wir dann wieder zurück zur Übernahme von Bildprogrammen und dem, was ich gerade vor diesem Einschub sagte. Also wie sich diese Kunstformen und das gegenseitig beeinflusst hat. Aber auch die Darstellung von Christentum, da nun die neue Religion zugelassen ist, die Christen werden nicht mehr verfolgt, sie sich entfalten können in Kunst und Kultur, übernehmen Kunst und Kultur und Formensprache aus dem Kaiserkult, aus diesem gerade erst geborenen neuen sakrosankten Ding, weil die Religion ist noch neu. Man weiß noch nicht, wie stelle ich Christus dar? Und man bedient sich dann Motiven aus der, ja, aus dem Kaiserkult. Das werden wir alles sehen. Und so fließen Motive aus der sakrosankten Staatlichkeit in christliche Kunst und Bauschaffen dann ein. Der römische Staat hatte immer eine Verbindung zum Oben oder seinem säkularen Äquivalent. Nein. Also der römische Staat hatte immer eine sakrosankte, eine heilige, unantastbare Verbindung zum Übernatürlichen, zum Göttlichen. Es gab den Priester, den Pontifex Maximus, den größten Brückenbauer. Das war erstmal ein Titel eines ja, paganen Kultes in Rom, der später auch ehrenhalber von Kaisern getragen wurde, der oberste Brückenbauer mit dem Göttlichen. Und Pontifex Maximus ist heute einer der Titel des Papstes, unabhängig, was man von der katholischen Kirche hält. Aber diese Bezeichnung kommt aus dem römischen Verständnis, diesem Brückenbauen zwischen dem Weltlichen und dem Überweltlichen. Und wenn ich auch hier gerade viel von Kaiserzeit und Spätantike gesprochen habe, aber Optimus Maximus, das gibt es seit der frühen Römischen Republik und das ist etwas, also was über 2500 Jahre alt ist, diese Bezeichnung. Also wir haben diese heidnisch-paganen Motive, die in den christlichen Kontext einfließen und das Christentum umgekehrt durchdringt den römischen Staat, das Staatsverständnis, das Kaiserverständnis und auch das Machtgefüge. Wir haben zum Beispiel eine Landkarte oder eine Karte des Römischen Reiches und da steht dran Diözesis. Und die Diözesen, das denkt man, ist das nicht irgendwie so eine Kirchenstruktur? Ja, ist es. Aber das geht auch auf den römischen Staat zurück. Die ersten Diözesen waren keine Glaubensformation, das waren Verwaltungseinheiten des spätantiken römischen Staates. Kunstmotive, das wollte ich noch hier einfügen. Zum Beispiel haben wir auch in einem christlichen Kontext, in dem viele Sachen nicht mehr gern gesehen sind, in der bildlichen Darstellung zum Beispiel, in der allerdings auch andere Sachen beibehalten werden, wie in der klassischen Zeit oder hellenistischen Kunst, die Victoria, die Fortuna, die Roma, also diese Göttinnen, diese Siegesgöttinnen als Versinnbildlichung von etwas, das ist etwas, das ist streng dogmatisch mit den christlichen Vorstellungen so nicht vereinbar, aber man hat es gemacht. Es war ein Zusammengehen, eine Transformation, wenn man so will. Oder die Eroten. Man kann sehr viel darüber streiten, wie körperfeindlich und lustfeindlich die christliche Religion war oder ist oder eingestellt ist, aber die Darstellung von, das sind keine Putten und auch keine Liebesengel oder Amor, diese kleinen geflügelten Wesen, die man hier sieht, das sind sogenannte Eroten. Das Wort Erotik spielt da mit und das ist ein Sarkophag einer christlichen Person. Da kommen wir dann auch irgendwann zu. Aber das haben wir noch gleichzeitig, genauso wie auch Bilder, Bildprogrammatiken aus rein heidnischen Kontexten neu gedeutet werden. Wir haben in der klassischen antiken Kunst zum Beispiel den Schafträger. Das ist so einer hier. Und der Schafträger wird dann interpretiert als guter Hirte. Und aus der Interpretation guter Hirte
wird dann Christus gedeutet. Aber das heißt, erstmal beim Betrachten von Kunst, wenn wir eine solche Figur sind, ist das erst einmal ein Schafträger, der in der Tradition bukolischer Landschaften, also bukolisch, Bukos der Hirte, eine Hirtenlandschaft darstellt, die jetzt erstmal grundsätzlich nicht unbedingt christlich geprägt ist. Also das hier ist eine klassische Darstellung, wie man sie eigentlich auch aus der griechischen Mythologie kennt. Das Bild habe ich aus einem Buch und da steht halt Folgendes dabei. Hirtenszene, Domitilla-Katakombe, Rom, 3. Jahrhundert, Fresko. Mit solchen Hirtenszenen ist vielleicht das Paradies gemeint. Der gute Hirte wurde oft bei seiner Herde sitzend wiedergegeben. Hier hält er, in Anlehnung an Orpheus' Darstellungen, in der Rechten die Panflöte. Ein Beispiel dafür, wie antike Themen im christlichen Sinne umgedeutet wurden. Also, wir haben eigentlich etwas, das der griechischen Mythologie entspringt, da ein sitzender Hirte mit seiner Panflöte und nur durch die Verbindung mit dem Kontext, dem Drumherum, bekommt dieses Motiv dann einen Bezug zur neuen christlichen Religion. Kommen wir damit zu den Bauwerken. Nochmal die Kategorien kurz durchgehen. Wir haben große Bauwerke, die durch die Kaiser inspiriert, finanziert, gestiftet sind. Zum Beispiel die Triumphbögen. Konstantinsbogen hatte ich auch schon mal kurz gezeigt. Das ist ein Bauwerk, das hat keinen konkreten Zweck, außer anzugeben. Wir haben aber auch öffentliche Bauten wie Foren, Thermen, Zirkusanlagen, die dann irgendwie auch für den öffentlichen Gebrauch gedacht sind. Solche Bauwerke wie Theater und Aquädukte gibt es natürlich auch in öffentlicher Stiftung, aber die sind dann gerade im stadtrömischen Kontext und noch viel mehr dann auch auf dem Plattenland, in den anderen Städten des Reiches, dann eher Sache der Ädilen und anderen Magistrate. Öffentliche Gebäude haben wir noch die Basilika. Ich habe Basilika öfters schon erklärt, da gehe ich jetzt so konkret nicht mehr drauf ein, aber das ist ein öffentliches Gebäude, das dient keinem religiösen Zweck, es dient auch keinem Unterhaltungszweck, sondern es ist quasi ein ja, Kongresszentrum, Markthalle, da trifft man sich. Basilika ist meist neben dem Forum. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Und es gibt natürlich die Mausoleen. Also da, wo eine Person bestattet ist, vielleicht dann auch später noch verschiedene Familienmitglieder. Aber das Andenken oder das eigene Andenken zu bewahren, das war wichtig für diejenigen, die sich das leisten konnten. Und Mausoleen werden im Laufe dieser Vorlesung auch eine wichtige Rolle spielen, dann beim Verständnis auch von Kirchenbauten und das wird auch ein bisschen ineinander übergehen. Wir haben in der paganen Religion Tempel und Tempel sind im paganen heidnischen Verständnis quasi die Wohnung der Gottheit. Es ist allerdings kein Bau, wo die heilige Handlung, die Verehrungshandlung, die Kulthandlung selber stattfindet. Das geschieht vor dem Tempel. Wir haben die orientalischen Mysterienkulte, das hatte ich eben schon mal kurz angesprochen, Mithras zum Beispiel. Da gibt es solche Versammlungsräume für die Kultgemeinde, sogenannte Hypogäen, also teilweise unterirdisch angelegt sind. Aber wie gesagt, die sind auch nur für Eingeweihte zugänglich. Es fehlt da etwas an der Offenheit. Den Christen wird ja unterstellt, die Katakomben. Christen hätten die ersten Gottesdienste in den Katakomben abgehalten. Das ist falsch. Es gibt Katakomben mit christlichen Wandmalereien, es gibt Katakomben mit christlichen Bestattungen oder vollständiger christlicher Deutung oder Ausgestaltung oder christlichem Befund. Manchmal auch wunderbar. Pagan neben Christ, neben Pagan, neben Jude, neben Christ. Das gibt's alles. Aber die Christen haben die Katakomben nicht genutzt, um Gottesdienste zu feiern. Das hängt damit zusammen, dass warum werden die römisch, oder warum wird den Christen unterstellt, sie hätten das getan? Also das, was man aus den Sandalenfilmen, Bibelfilmen aus Hollywood irgendwie kennt, dass die ersten Christen sich in Katakomben getroffen hätten. Wenn man sich heute auf einem Friedhof treffen würde, hätte das auch ein bisschen einen komischen Beigeschmack. Das würde man eher irgendwelchen pubertierenden Satanisten anheften. Im Römischen Reich war die
Erdbestattung nicht intramuros gestattet, also nicht innerhalb der Stadtmauer, innerhalb des Stadtbezirks. Und die Bestattung in Form einer Brandbestattung widersprach der christlichen Glaubensauffassung. Generell haben wir in der gesamten römischen Welt einen Wandel der Bestattungsriten. In ganz, ganz früher Zeit herrschte die Bestattung vor die Erdbestattung. Dann kam die Brandbestattung auf und so im zweiten, dritten Jahrhundert ändert sich wieder die Sitte, wieder hin zur Erdbestattung in einem Grab, in einem Sarkophag oder nur in einem Ossarium. Und die einzige Möglichkeit, die die Christen hatten, ihre Toten zu bestatten, wenn sie sie schon nicht verbrennen konnten, war halt, wenn sie die unterirdischen Grabanlagen, die es auch schon in vorchristlicher Zeit gab, einfach weiter ausgebaut haben. Deswegen waren so viele Christen unter der Erde, weil da genug Platz war, um unterirdische, Friedhöfe anzulegen. Und die geologische Struktur von Rom und seinem Umland, ich sage nur Tuff, das ist ein sehr leicht zu bearbeitender Vulkangestein, machte das eben möglich. So, und obwohl also die Christen ihre Versammlungen nicht auf dem Friedhof abgehalten haben, ist es doch eine Religion, die aus dem Spannungsfeld Leben und Tod ja ein bisschen lebt. Ich sage nur Auferstehung von den Toten. Und der Tod spielt eine zentrale Rolle. Und mit zentral komme ich dann schon zu Zentralbauten und wieder den Mausoleen. Und das ist ein Grund, warum wir uns auch Mausoleen auch von nichtchristlichen Kaisern angucken werden. Denn da wird einer der vielen Grundsteine für die Architektur, die wir uns dann im Nachgang angucken werden, wird in den heidnischen Mausoleen gelegt. Aber wir haben erst einmal bei christlichen Versammlungshäusern erstmal sogenannte Hauskirchen, auch das gibt es, Versammlungsräume in privaten Häusern. Da werden wir uns ein oder zwei Sachen angucken. Wir haben dann als zweiten Punkt die Basiliken, die sich in Richtung dem entwickeln, was wir heute mit einem Kirchenraum irgendwie assoziieren, also eine Feierkirche, also wo Gottesdienst abgehalten wird. Und wir haben die Kymmeterialbauten, überdachte Friedhöfe, wir sind wieder bei den Toten, die basilikal aussehen, aber auch Basiliken genannt werden, aber eigentlich nichts mit dem zu tun haben, was man sich klassischerweise unter einer Kirche vorstellt. Und wir haben dann Zentralbauten, also mehr oder weniger runde Bauten, oktogonale Bauten, achteckige Bauten, die ein bisschen in ihrer Formsprache aus dem Mausoleum entspringen. Und die Nutzung und die Ausgestaltung solcher Bauwerke mit der Traditionsgeschichte der Antike aus dem Kaiserkult kommen, hineintransformierend in die neue Religion, in die neue Zeit der Spätantike und des frühen Mittelalters, das werden wir uns alles. Halt, einen Moment, lieber Herr Mundorf. Es steht auf dem Papier drauf und ich habe das tatsächlich vergessen zu erwähnen. Aber eine Kategorie, die muss ich doch noch kurz ansprechen, kurz vor Ende, die Baptisterien, die Taufkirchen. Die sind wichtig, die sind eine sehr interessante Gattung in spätantiker, frühchristlicher Monumentalbaukunst. Die haben eine zentrale Rolle, sind meistens auch Zentralbauten und ich musste das einfach kurz erwähnen. Also wenn mir das durchgegangen wäre, dann hätte ich wirklich ein Problem. Also Baptisterien, Taufkirchen sind auch eine wichtige Kategorie und auch die werden wir uns im Verlauf der nachgehenden Videos anschauen. So, jetzt aber. Im Verlauf dieser Vorlesung angucken, aber nicht mehr in diesem Video. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns bald wieder. Bis demnächst.